Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zu den Top-Tagen im Januar und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und wir schauen mal den Monat durch für euch. Der beginnt ja so ein bisschen verhalten. Ihr habt viele Planeten für euch im 12. Sonnenhaus stehen. Kann also auch sein, dass euch teilweise noch nach Rückzug zumute ist oder dass in der Liebe so ein bisschen eine Pause eingetreten ist. Aber je weiter der Monat voranschreitet, desto interessanter werden die Konstellationen für euch. Trotzdem habe ich auch am 8. Januar schon einen Top-Tag für euch gefunden. Da steht nämlich der Mond in einer sehr schönen Harmonie zur Wassermannsonne. Er steht in der Waage, das ist sowieso immer gut. Steht im 9. Haus zum Philosophieren, Pläne machen, wunderbar. Und er aktiviert die Mondknotenachse, die ja bei euch im Beziehungsbereich des Horoskops steht. Und das bedeutet immer, dass man eine Chance hat, jemand Tolles zu treffen oder auch gefunden zu werden. Genau, der nächste richtig interessante Tag ist dann der 18. Und da geht die Venus ins Zeichen Wassermann. Das ist natürlich super für euch, denn dann, das bringt ganz viel für die eigene Ausstrahlung. Man hat Lust, sich zu zeigen, sich mit seiner Schönheit zu beschäftigen, sich zu verwöhnen oder vielleicht haben auch andere Lust, euch zu verwöhnen. Da könnt ihr dann in die Charme-Offensive gehen. Und der Mond steht an dem Tag auch im Wassermann und aktiviert dann nochmal die Mondknotenachse, auch wieder eine Gelegenheit, gefunden zu werden oder, wenn ihr für euch selbst seid, auch nochmal euch mit der Vergangenheit zu verbinden und da vielleicht noch was Wichtiges über euch selbst herauszufinden. Der nächste Top-Tag, oder da habe ich zwei Top-Tage noch für euch, die hängen zusammen. Das ist nämlich der 27. und der 28. Das ist ja ein Wochenende, ist auch toll, um zu feiern, falls ihr Geburtstag habt. Da steht nämlich der Mond in einem schönen Aspekt zur Wassermannsonne in den Zwillingen. Das ist immer toll zum Feiern. Ne? Zwillinge sind ja Leute, die zu Besuch kommen und da ist viel Aktivität. Und der verbindet sich super schön hier zu Sonne und Venus, die an beide im Wassermann stehen, verbindet sich auch mit der Mondknotenachse. Also ladet ein, die Leute werden kommen. Nur denkt eben dran im Hinblick auf die Mondfinsternis am 31., dass ihr bei eurer Geburtstagsliste bloß keinen vergesst. Denn wenn sich jemand ausgeschlossen fühlt, dann kann das zu sehr emotionalen Momenten führen. Deswegen, wenn ihr feiert, ladet lieber mehr Leute ein oder alle ein, die ihr kennt, dann kann auch hinterher niemand beleidigt sein. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!